dass ich aus der Linie rausgehe, wenn ich hier irgendwas treffe, nicht da stehen bleibe, wo ich, falls ich den Arm treffe, dass mir der Stock ins Gesicht fliegt. Dass ich also hier ganz rausgehe aus der ganzen Linie. Da will ich einfach verhindern, dass du mich in irgendeiner Weise umrennen kannst. Ja. Der wurde so ein Dogbuzzer-Freak, der meint, er muss hier hauen und irgendwie Grappling machen. Ne? Also, ja. Boom, Brust zur Seite vernichten. Und die beiden Schritte, die jetzt hier kommen, sind vom Punkt aus gesehen beide gleich groß. Ja, das sind zweimal 45 Grad. Beziehungsweise, wenn du in der Langdistanz arbeitest, 33 Grad. Das ist wirklich wichtig. Dass du also, ne, stell dich nochmal hin, und hier, das heißt, wenn wir dann bitte. Wenn ich also das hier machen sollte, du mir nicht die Seite ins Gesicht hauen kannst, das wäre blöd. Ja. Deswegen bin ich hier, 33 Grad, und wandere hier raus aus der Geschichte. Ja, ja. Das ganz Wichtige an der Sache ist aber, viel wichtiger als alles andere, dass ich hier schon in die Bühne gegangen bin, dass ich also nicht Tick-Dubels mache, sondern wirklich die ganze Hüfte, den ganzen Kreis, den Ellenbogen unten lasse, also nicht schiebe, sondern schneide, mhm. Dass die Hand wirklich wegfliegen würde. Das Ganze hier dran immer sehr schön üben, das heißt vom Punkt aus erstmal, dass du zweimal 45 Grad gehst und hier, ne, und zweimal gleich großer Schritt. Wichtig also in dem Moment, wo du triffst, ist das hier, die Hüfte ist ganz drin, die ist nicht da. Ja. Ich schiebe auch nicht, sondern ich haue von oben nach unten. Ja? Und in dem Moment, wo der Kreis hier trifft und nach unten geht, geht er hier schon wieder zurück im Timing. Das ist ganz wichtig, also in dem Moment, wo ich meinen zweiten Schritt mache, bin ich schon längst wieder ready. Also ich bin nicht da. Oh, scheiße. Wir verkaufen Close Combat, das heißt, ready. Okay. Das wird dann gleich noch besser. Okay. Also ich starte vom Punkt, ja? Starte mal, kleiner Tipp noch, auf den Start, wie du besser wirst, indem du den hinteren Fuß ein bisschen hoch nimmst, wie so ein Sprinter in den Start. Okay. Kennst du ja aus der Schule. Ja. Und dann drückst du dich so richtig rein. Okay. Gut, weil du den Schritt immer noch vor dem Schlag machst. Aber die Technik ist immer andersrum. Schlag vor Schritt, beziehungsweise weil es gleichzeitig, ne, nur der Tor rennt seinen Schlag hinterher. Ja. Das ist auch wieder eine gute alte UTC-Weisheit, ja. Schwertweisheit. Das heißt, ich denke mir aber, egal wo meine Waffe ist, die kann hier sein, die kann da sein, die kann hier vorne sein. Da zieht einer dran und der Rest geht hinterher. Das heißt, also, wenn ich zum Beispiel hier als einen gehobenen Hieb arbeite, von hier ziehe ich das Ding hoch und ramme einfach alles weg. Genau das gleiche muss ich aber irgendwann halt auch hier in Short Power genauso können, dass das Ding hart reinkommt. Ja, aber du kannst gern von hier, das ist völlig Schnurz, aber das muss ein Schädelspalter sein, das Ganze. Okay. Steh auf dem Punkt und nimm den hinteren Fuß hoch, drück dich damit rüber. Ja, das musst du nur besser treffen, glaube ich. Klasse, jetzt kommt er doch. Und einer. Ja, das war jetzt wieder, ne, war so gut gebomst, aber ein bisschen der Schritt vorweg. Ja. Okay, das war jetzt also vom Punkt aus gearbeitet. Aber vom Punkt aus kämpfen wir eigentlich selten. Ja. Natürlich auch, aber in dieser Situation, normalerweise sind wir in unserer Kampfstellung, hier 45 Grad. Das heißt also, dass wir von diesem Weg, den wir eben gerade hier vom Punkt aus gemacht haben, schon mindestens zwei Drittel, wenn nicht sogar 75% gegangen sind. Also machst du mit dem Fuß jetzt logischerweise nur noch den kleinen, die letzten 25%. Das heißt, wenn ich also stehe, ist es das. Ja. Das Wichtige ist aber halt immer der Gedanke, da kommt was auf mich zu und ich gehe zur Seite. So. Und jetzt kommt eben das Problem, dass immer alle Leute verkehrt machen. Die machen den Schritt jetzt immer viel zu groß. So. Und dann kommt der zweite nicht hinterher. Das ist doch kein Power mehr. Ja, nee, das, genau, das zum einen, aber du bist natürlich auch in der Schaltposition. Komm noch her, bitte. Also fühlt sich für mich zu. Es geht ja darum, guck mal, wenn du jetzt hier vor mir stehst. Und ich bin jetzt auf dem Punkt. Renn mal einfach durch mich durch. Guck mal, es ist leicht, das hier zu machen. So, jetzt stehe ich schon in meiner Kampfstellung, jetzt machst du das Gleiche. Und ich muss trotzdem genau das Gleiche machen und immer in diesem gleichen Winkel sein. Und das ist eben das Problem. Normal, wenn jetzt kommt, dass immer viele das machen. Und da stehen sie so da. Mhm. Aber als Schwertmann versuche ich ja hier halt mit meinem Schwert, ne, den Kill zu machen, indem ich wirklich so rübergehe. Also, Kampfstellung. Jetzt hier, einfach nur bis hier. Du
Du musst jetzt, also ich erkläre es immer gerne so, Jungs, ihr steht hier auf einer Schiene. Der Zug will euch überfahren. Wenn ihr jetzt nur euren Fuß dreht, fährt euch über den Fuß rüber. Dann seid ihr platt. Wenn ihr das macht, fährt euch über einen anderen Fuß rüber. Dann seid ihr auch platt. Also seht zu, dass ihr aus der ganzen Schiene rauskommt. Ne? Kleiner Schritt, großer Schritt. Und dabei versucht eben, das Timing hinzukriegen. Das kann man ja auch immer. Dass ihr in einen Falling Step kommt. Guck mal, ich treffe. Macht immer drauf. Bevor ich absetze. Mhm. Ich mache nicht. Mhm. Und dann habe ich noch ganz andere Ideen. Okay. Cool. Ja, ist auf der erste schon wieder ein Tick zu groß. Na, du bist nicht genau im gleichen. Das sieht besser aus. Zwei Schritte und in zwei Schritten sollte man noch zwei Schläge hinkriegen. Okay. Und zwar geht es jetzt um auch einen Rückwärts-Falling-Step. Falling-Step heißt ja immer, wie der Name sagt, fallender Schritt. Das heißt, ich falle, ich würde auf die Fresse fallen, wenn ich jetzt keinen Schritt machen würde. Rückwärts bedeutet das Gleiche, wenn ich, dass ich nach vorne falle, aber einen Schritt nach hinten mache. Okay. Das ist also ein bisschen strange, ein bisschen anders. Aber worauf ich hinaus will, ich bin in meiner Kampfstellung, habe also für meinen ersten Schlag nur eine ganz kurze Differenz, um die hinzukriegen. Und für den zweiten habe ich diesen ganzen weiten Weg nach hinten. Okay. Und ich treffe nicht, sondern in dem Moment, wo ich den Fuß absetze, bin ich schon wieder ready. Das heißt also, und hier, ready, um weiterzumachen. Okay. Das kann ich mit einer ganz einfachen Kombi 1-2 oder 2-1, genau so. Andersrum geht es genauso, hier, wieder bereit, beziehungsweise, ja, bereit. Das ist halt wichtig. Ja. Nicht exponiert, nicht also, oh. Diese Feinheit, dieses Timing, das macht europäischen Schwertkampf aus. Und deswegen funktioniert das so gut. Cool, schöner kurzer Weg vorne. Jetzt kannst du was machen, ich kann was machen. Na, dann können wir auch gleich zu McDonald's gehen und was essen. Das ist sinnlos. Oder? Die Energie ist ja in einer Linie. In einer Linie, alles in einem einzigen Druck. Hier Druck und gleichzeitig hier Druck. Und das, dieser Schildgedanke, dieser Innenblock, dass der perfekt kommt, das ist halt echt wichtig, dass du, wenn du so eine Sache löst, boom, und hinterher. Und im Grunde genommen kannst du, guck mal, hau mal bitte auch mit ein bisschen Druck. Und hier, der Druck ist hier voll da. Und jetzt mache ich hier gar keine Hüfthöhe nach hinten. Also ich mache nicht sowas, was man eben bei den philippinischen Künstlern immer sieht, nochmal ausholen. Das ist Quatsch, brauche ich nicht. Wenn ich hier bin, dann lasse ich meine Schulter vorne, meine Hüfte vorne und arbeite hier weiter. Ist so ein bisschen wie, auch nochmal bitte, wie so das Kämpfen der Samurais. Aber siehst du auch ganz genau bei Anderthalbhänderkämpfen, dass du einfach in deiner Stärke hier drin bleibst und die Energie weiter reinsetzt, ohne dich für einen Moment zu exponieren, indem du halt die Hüfte nach hinten nimmst. Okay. Europäische Kriegsgrenze. Klasse, genauso. Schön drin lassen. Ja, da am Ende geht es noch ein bisschen, geschmeidiger, ja, ein bisschen weiter reingedreht. Also du musst halt zu dem Babu, dass du wirklich hier ganz, in dieser ganzen Linie hier drin bist, um hier die maximale Power in diese ganze Geschichte reinzubringen. Ja, jetzt überleg mal, damit haben die Römer vor 2000 Jahren, ich bin mir sicher, die Griechen, na, die haben da schon vor 3000 Jahren oder 2500 Jahren gekommen. Jetzt vergleich das mal mit philippinischen oder asiatischen Kampfkünsten. Was weißt du, was die vor 2000 Jahren gemacht haben? Da leben die noch in Höhlen, also keine Ahnung von gar nichts. Also ja, das hat schon seinen Sinn, dass diese Sachen wirklich so gut sind und sich die Leute da mit tausende von Jahren auf Schlachtfeldern geprügelt haben. Das ist einfach nur durch die Schusswaffen irgendwann weggekommen, aber es ist deswegen kein bisschen schlechter als irgendwas aus dem Gegenteil. Das ist das Geilste, das Beste, was es gibt. Das ist die besten Kraft, die beste Power. Findest du wirklich nur bei diesen Sachen. Also, richtig schön.
vernichten und ready und halt und sowieso. Sieht auch viel cooler aus. Und nochmal. Dann wird verlegt, dann schon noch richtig, ne? Es ist als einfach so, wenn du diese Feinheit nicht machst, dann funktioniert das alles nicht. So, wenn du einen Kampfsport, einen Kampfstil hast, wo dir so keine Feinheit gibt, funktioniert das schon mal gar nicht. Deswegen sind Modern Armies und dieser ganze Kram und Kali alles mit Bullshit. Ja, du musst wirklich drucken, musst ringsherum geschlossen sein, musst die Energie reinbringen und nicht irgendwie fuchteln und tralala und auf gut Glück. Das muss was Hundertprozentiges sein. Also, hundertprozentig, Arme hoch, Linie zwischen unseren Nasen, Waffe dazwischen, genau. Und nein. Im Moment des Kontakts, guck mal, hau mich nochmal. Egal wie schnell du raus, hau ich schneller, immer das. Nochmal. Und aus dem komme ich in das. Nicht, niemals das. Nein. Du bist offen wie ein Scheunentor. Hast du jemanden, der das macht? Ja, so, bist du am Arsch, genau. Machst du das, mach mal ruhig das schnell, weil wir hier, so kein Problem. Den kriege ich immer von hier oben, kann ich alles wegnehmen, was hier kommt. Schlimmste, was würde ich ihn gegen den Arm kriegen, aber irgendwann hast du die Reaktion, dass das einfach automatisch läuft. Aber niemals wirst du irgendwas kriegen, was von unten nach oben kommt. Ja, das, was von oben kommt, dominiert das, was gerade kommt. Der Hieb dominiert den Schieb. Ja. Europäische Figur 8. Okay. Also, mach's richtig. Arm hoch und schon wieder. War auf alle Fälle besser. Und jetzt hast du mir genau auf die Fontanelle gehauen. Das ist wahrscheinlich auch scheiße und würde mich sicher ganz schön ärgern. Aber ich krieg dich. Ja. Zerstör meinen Schlüsselbein, zerstör meine linke Seite. Besser, genau. Und jetzt mit was halber die Schläge, dass du also nur bis hier machst und dann versuchst du den Schritt rauszunehmen. Und, oh, ganz gruselig. Besser und. Nur? Und jetzt gehe ich den Schritt raus. Das wäre toll, wenn du rausgehen würdest. Dann mach ich das Ganze, guck mal, hau ich nochmal. Ja, ich mach das. Und tschüss. Okay. Und ich habe mal beide nochmal slow gezeigt, ne? Ja, also meine erste Aktion ist halt das sowieso. Ich hau dich. Ich will nicht blocken. Blocks sind immer Mumpitz. Ich hau dich. Und bevor du da irgendwie reingreifen kannst auf der Seite, schieße ich dich schon mit denen hier ab. Jetzt! Benutze ich auch nicht diese Hand. Also ich mache nicht den Klassiker, dass ich dich irgendwie verpowern will oder irgend sowas. Wie du willst ja lange Techniken. Das heißt, ich bleibe hier. Schlüsselbein und Arm, Schlüsselbein oder Kopf.